Hallo zusammen. In dem Video möchte ich euch gerne den britischen 90 Liter Shortback Rucksack vorstellen in der Tarnung DPM von der britischen Armee. Und den bekommt man heute günstig, da die eine neue Tarnung haben. Und so habe ich den auch günstig bekommen, bestellt und habe mich da darauf gefreut, war gespannt und jetzt bin ich wirklich überzeugt von dem Rucksack. Ich habe ihn hier ohne Seitentaschen, die möchte ich dann auch noch dazu haben, da komme ich später noch dazu. Mit den Seitentaschen wäre der Rucksack, hätte der ein Fassvolumen von 120 Litern, so wie er jetzt hier ist, 90 Liter. Und ein paar sehr schöne Details, die ich euch aufzeigen möchte, weil ja, ich muss sagen, da könnte man manchen anderen Markenrucksack gleich wieder weglegen, wenn man den so mal anschaut. Der Armee-Rucksack hier hat hier eine kleine Tasche mit Reißverschluss und Klett und Deckel. Da passt ordentlich was rein schon mal. Da bin ich auch sehr froh, weil da habe ich dann die Brieftasche oder irgendwas drin, Kamera oder so, was ich schneller griffbereit haben möchte. Dazu hier auch noch diese Schlaufen, wo man auf beiden Seiten Sachen befestigen kann. Ein anderes Schlaufensystem wie Molle hat es hier nicht an dem Rucksack dran. Habe ich bis jetzt aber ehrlich gesagt noch gar nicht vermisst. Hier beim Deckel kann man ebenfalls noch ordentlich was drauf machen. Hier der Griff zum Beispiel. Hier aber eben noch mit Schnüren oder mit diesen Elastikbändern kann man da auch noch erweitern. Und es hat hier so ein tolles Deckelfach drauf. Und da hat doch auch noch ordentlich was Platz drin. Da bin ich sehr froh drum mit einem robusten Reißverschluss dazu. Ja. Dazu kommt hier noch der Boden, ebenfalls mit dem Griff. Auf den Seiten sind hier diese Reißverschlüsse, wie gesagt, für diese Zusatztaschen, die es noch gibt. Die kann man dann wegnehmen. Die kennt man von Berghaus-Rucksack zum Beispiel, auch von der Bundeswehr oder von der niederländischen Armee. Und da kann man dann einen Tagesrucksack draus machen. Eine ganz tolle Idee. Hier noch eben trotzdem mit diesen Kompressionsriemen, an dem man doch auch noch was einklemmen, befestigen kann, eine Axt oder sowas ranmachen kann oder eine Decke, eine Plane. Finde ich immer super, wenn es das dabei hat. Dann hat es hier noch diesen Griff und man sieht das auch schon, die Nähte, die sind wirklich robust gemacht. Hier zum Beispiel das Rückenpolster auch, da hatte ich ein bisschen Bedenken, weil das irgendwie nicht so ein modernes oder so ist, mit weiß ich was, von wegen nicht schwitzen und so. Ich finde das aber wirklich gut, das erfüllt einen sehr guten Zweck. Ist wirklich angenehm und auch hier diese Hüftgurte, eine tolle Sache. Ein Brustclip hat er leider nicht dazu. Wenn man es unbedingt haben möchte, können wir es natürlich noch anbringen. Ansonsten macht man auf. Zum Innenfach muss ich nicht sagen, es ist von oben her zugänglich und eben das ganze Packvolumen sagt einer schon alles. Es hat nicht noch ein zusätzliches Fach innen drin, aber hier hat noch im Deckel drin noch ein kleines Fach, ebenfalls mit Reißverschluss und ja, da passt auch mal ein schönes rein, eben vielleicht hier die Brieftasche noch besser als ein Außenfach. Ja, hier noch die Beschreibung gleich zum Rucksack, zum Namen. Ich finde den wirklich toll, mit einem schönen, robusten Material versehen. Und ja, also wenn da noch die Seitentaschen dazu kommen, ist das natürlich ein richtig großer Rucksack. Ich mag den wirklich sehr. Und ja, vielleicht habt ihr da auch Glück, bekommt den günstig. Und auch wenn er nicht so günstig ist, das ist wirklich ein sehr toller Rucksack, der einen sehr robusten Eindruck macht. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit und gehe damit wirklich gerne raus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Eindruck vom Rucksack vermitteln. Und vielleicht gibt es mal noch ein Video mit diesen Seitentaschen, wenn ich die dann aufgetrieben habe mal. Sollte eigentlich nicht so ein Problem sein. Ja. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und habe viel Spaß draußen. Dankeschön.